Hallo liebe Leute, hier ist Rolf aus Brasilien. Ich wohne hier seit 88, also sehr, sehr lange. Und einige Leute haben mir vorgeschlagen, dass ich ein bisschen mehr aus Brasilien berichten soll. Ich wohne in Rio de Janeiro. Und ich mache mal eine Zusammenfassung, was in den letzten Jahren passiert ist, und damit wir langsam in die Aktualität kommen. Ich versuche einmal pro Woche ein Video zu machen, manchmal reise ich, dann ist es vielleicht nicht möglich, aber gut. In den letzten Jahren war hier eine linke Regierung an der Macht, Lula und nachher Dilma, die abgesetzt wurde. Dann in den letzten Wahlen gab es sehr, sehr großen Widerstand, weil die Labour-Partei, also das PT, die hatte sehr, sehr viele Korruptionsskandale. Und es gibt hier einen ersten Gang, Wahlgang, und den zweiten Gang. Im zweiten Gang war es Bolsonaro gegen Haddad. Haddad war der Liebling von Lula, der übrigens im Gefängnis sitzt wegen Korruption. Viele sagen, er sei, also die Linke natürlich, sagen, er sei ein politischer Gefangener, was meiner Meinung nach mit diesen Beweisen, die man hat, es ist etwa so wie mit Al Capone. Sie haben ihn geschnappt wegen einer Bagatelle, aber er hat viel, viel mehr. Er hat so viel Scheiß gebaut, das muss man sehen. Es gibt die BNDES, das ist eine Bank, die eigentlich der Entwicklung von Brasilien helfen kann. Also da kann man Geld beziehen zu sehr, sehr tiefen Zinssätzen. Und die haben diese linke Regierung, es gab etwas, das heißt Foro de São Paulo, was alle linken Regierungen hier in Südamerika sich zusammengeschlossen haben, also Maduro, Venezuela, Kuba war dabei und so weiter. Einige Staaten, einige Regierungen von afrikanischen Ländern wurden geholfen, wie Angola. Sie haben zum Beispiel diese Informationen stammen von einem vom Ex-Minister oder von der Ex-rechten Hand von Lula Palocci, der gesagt hat, dass sie zum Beispiel das Risiko für Angola runtergesetzt haben, damit sie Geld ausleihen konnten. Dann gab es eine Baufirma, die hieß Odebrecht, die machte dann riesen Baustellen, und die angolanische Regierung hat natürlich Geld eingesackt, und Lula und PT auch. Also so ging das circa vor sich. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig zu beweisen, und deshalb sagen die Linken bis heute, er sei ein politischer Gefangener, weil er überführt wurde wie Al Capone. Also sie haben ihn geschnappt wegen einer Wohnung und einem Landhaus. Es ist sehr, sehr interessant, Brasilien ist gespalten. Die linke Seite, sie schreit immer noch Lula Livre, also befreit Lula. Und was völlig absurd ist, in meinen Augen, aufgrund von den Skandalen, die man in den letzten Jahren, die hier passiert sind, und man sieht, was sie alles für Scheiß gebaut haben. Es gibt eine, man sagt dem Lava Jato, also eine Operation, die versucht, die Korruption einzudämmen hier in Brasilien. Und ein Richter, der heißt Moro, er war der Erste, der Lula verurteilt hat, und ist sehr verhasst. Dann kam Glenn Greenwald, der gleiche, der den NSA-Skandal in den USA verursacht hat. Er hat eine Zeitung hier, die heißt Intercept, die wird von Pierre Amidirin finanziert, und sie haben versucht, diese Lava Jato zu sabotieren und teilweise, und zum Beispiel Moro zu stürzen und den anderen
die anderen, die mitgeholfen haben, auch. Sie haben da sie haben das Telegram von diesen Politikern gehackt und einige Message publiziert, aber es war überhaupt nichts Substanzielles darin. Deshalb spricht man eigentlich gar nicht mehr darüber. Sie haben einige, zwei oder drei Zeitungen an sich gebracht und das dort auch publiziert. Die größte Zeitung, Globo, die ist da nicht mitgegangen und ich weiß nicht warum, weil man muss verstehen, die Medien hier, die sind nicht staatlich, die bekommen eine Konzession. Und Globo war eigentlich immer der größte, er ist sehr groß und Bolsonaro hat gesagt, dass er das Geld, den Geldhahn zudrehen will für diese Firmen, weil sie machen natürlich staatliche Propagandas und so weiter. Und deshalb, Globo hat jetzt natürlich finanzielle Schwierigkeiten und Bolsonaro ist verhasst und jetzt bringen sie Tag und täglich Nachrichten über Bolsonaro, er sei ja sein Extremist und so weiter und so weiter, wie man das kennt in Amerika mit Trump. Globo wäre hier so circa wie CNN. Die machen ja das Gleiche mit dem Trump. Und also sie versuchen ihn natürlich umzustürzen. Sie haben das schon auf mit den in der letzten Woche habt ihr mal gesehen mit Amazonien. Globo wurde natürlich sehr, sehr krass angeklagt, weil sie eigentlich gegen die Interessen von Brasilien handelten und diese Skandale publizierten und eigentlich teilweise auf der Seite von Macron standen und so. Also völlig absurd. Das Obergericht in Brasilien ist ein Riesenproblem im Moment. Sie haben sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen, die politisch sind und nicht rechtlich eigentlich. Also es ist ein Riesenproblem. Eines zum Beispiel war ein Antizensurgesetz, das zum Beispiel, dass man verstehen kann, wenn man jemanden überfährt, also ohne dass man es will, eine Person tötet, kann man bis 4 Jahre ins Gefängnis kommen. Wenn man Fake News publiziert, kann man bis 8 Jahre ins Gefängnis kommen jetzt. Also, das ist eine klare Message gegen Fake News. Aber das Problem sehe ich immer so, man sieht ja, dass die zum Beispiel CNN oder auch ZDF, ARD, dass die sehr, sehr viele Fake News bringen. Man kann sich da erinnern mit dem Teddybär in der Ukraine, als das Flugzeug abgestürzt ist, dass sie das Foto zeigen, wie böse die sind und dass sie eigentlich dort wirklich gelogen haben. Also heute, wenn man Fake News publiziert, kann man verfolgt werden und bis 8 Jahre in den Knast kommen. Das Problem ist, natürlich Globo oder auch andere News Mainstream, die werden natürlich verschont werden. Also das ist klar, das ist so etwa wie in Deutschland mit Korrektiv und so weiter. Also es ist völlig absurd, was da gerade läuft. Und das war eine Entscheidung vom Minister, vom höchsten Gericht, der sehr verhasst ist, der heißt Toffoli. Und dieses Obergericht, es hat so viel Scheiß entschieden. Also es ist politisch. Viele von diesen Leuten, sie wurden von Lula dorthin gesetzt. Also es ist so, dass sie eigentlich, dass sie nicht gewählt werden, sondern ausgewählt werden von einem Präsidenten, der bringt sie dorthin. Und das ist ein Riesenproblem für Brasilien. Also heute das größte Problem, wir haben natürlich immer noch Korruption. Das große Problem ist, dass das Obergericht sich eigentlich gegen diese Lava Jato stellt, also
weil das Obergericht die Frau von Toffoli und auch von einem anderen Minister, der heißt Gilmar Mendes, der ist auch sehr verhasst, die beiden Frauen wurden in diese Operation verwickelt und dann hat in einer einseitigen, fast, man kann sagen, wie ein Diktator, hat Toffoli alle Investigationen abgesetzt. Also, weil das Büro von seiner Frau, die ist Rechtsanwältin, die kam in die Klemme von der Finanzkontrolle. Und deshalb hat er versucht, sie zu schützen. Und es ist völlig absurd im Moment. Die Leute hassen das Obergericht, weil sie eben wie Diktatoren handeln. Und das Problem ist, man kann diese Minister nur absetzen durch eine Wahl im Senat. In Brasilien hat 83 Leute im Senat und 27 haben es unterschrieben, aber der Präsident vom Senat bis jetzt hat es nicht freigegeben, um abzustimmen. Also er schützt, weil dieser Mann auch, er hat sich ja auch eigentlich als korrupt entwickelt, er schützt diese Minister, diese 11 Minister und es wird sehr spannend werden, weil die Bevölkerung, die wird immer wütender durch diese Entwicklungen, die da passiert sind in den letzten Monaten vor allem. Und das wäre eigentlich mal so eine Einführung zu Brasilien, damit man ein bisschen versteht, wie die politische Situation im Moment gerade aussieht. Und man kann sagen, sogar die Linken als auch die Rechten finden völlig absurd, was dieses Obergericht für Entscheidungen getroffen hat. Also da ist man sich eigentlich fast einig. Und das zeigt ja, wie tollpatschig eigentlich diese Entscheidungen waren, über mehr politisch als juristisch. Eine schöne Woche und liebe Grüße.